Hi, heute geht es ums Zentrieren. Wir haben schon separate Videos gemacht zur Theorie des Laufradbaus und zum Einspeichen. Dieses Laufrad ist aus dem Einspeichvideo, da haben wir es nur komplett eingefädelt. Die Speichen sind noch komplett lose und das zentrieren wir heute. Welche Werkzeuge brauchen wir zum Zentrieren? In dem Fall, da wir Squawk-Snippel in diesem Laufrad verbaut haben, den Dittiswiss Squawk-Schlüssel oder alternativ den normalen Nippelspanner. Da auch die Aufnahme an den Nippeln ganz normal vorhanden ist, wie bei den meisten Nippeln. Aber da wir keine Spuren hinterlassen wollen, lasse ich den heute weg und nehme nur den Squawk-Schlüssel. Warum wollen wir eigentlich zentrieren, gerade bei einem neu eingespeichten Laufrad? So, mit der Speichenspannung wäre das Laufrad sehr instabil. Sprich, man muss gleichmäßig die Speichenspannung erhöhen, bis auf einen Grad, dass das Laufrad stabil wird. Am einfachsten ist der Anfang am Ventilloch und sucht sich dann eine Richtung aus, in der man halt starten möchte. Ich fange hier unten an und dann nehme ich mit dem Squawk-Schlüssel, kann man von hinten direkt an die Nippel heran. Dann muss ich im Uhrzeigersinn festdrehen und mit dem Nippelspanner wäre es genau andersrum. Und dann gehe ich jetzt eine komplette Runde und drehe den Nippel jeweils eine Drehung im Uhrzeigersinn fest. Jetzt sollte man schon eine deutliche Erhöhung der Speichenspannung spüren. In dem Fall ist das auch der Fall. Das ganze Laufrad ist jetzt schon deutlich stabiler als vorher. Aber man kann auch jetzt immer noch eine Runde gerne erhöhen, weil die Speichen sind immer noch ziemlich locker. Das war die zweite Runde. Der nächste Schritt wäre das Abdrücken. Was bringt das Abdrücken? Man nimmt das Laufrad und drückt es mehrfach ab auf beiden Seiten, um die Nippel und Speichen in die richtige Position zu rücken. Weil manche können jetzt auch noch irgendwo verkantet sein. Das kann man dadurch beseitigen dann. Nach dem Abdrücken sollte man schauen, ob das Laufrad gerade läuft oder einen Schlag hat. Es gibt zwei verschiedene Arten von Schlägen. Einmal den Höhenschlag, wo die Felge rauf und runter wandert. Und einmal den Seitenschlag, wo die Felge seitlich wandert. In dem Fall haben wir jetzt einen ziemlich starken Seitenschlag. Um den rauszukriegen, müssen wir erstmal grundlegend darauf achten, dass man immer komplette Speichenpaare zieht und löst. Die Speichenpaare findet man, indem man hier einfach auf die Kreuzung achtet. Die übereinander laufen, ist ein Paar und gegenüberliegend ist das entsprechende Gegenpaar. Wenn man jetzt in dem Fall hier einen Schlag nach links hätte, müsste man die rechte Speichenseite, das Speichenpaar rechts, anziehen und das Speichenpaar links lösen, um einen Höhenschlag zu vermeiden. Man kann dann auch als kleinen Tipp, kann man einfach die Speichen nehmen und schauen, welche man jetzt ziehen muss, um den Schlag wegzubekommen. In dem Fall die rechte Seite muss ich ziehen und die linke Seite muss ich lösen, um die Felge in die entsprechende Position wieder zu bekommen. Jetzt zum anderen Fall, der Höhenschlag. Hier haben wir wieder einen ziemlich kräftigen Fall. Um den herauszubekommen, muss man auch wieder auf die Speichenpaare achten. Jetzt als Beispiel diese Speichenpaare, kann man sich auch wieder die Paare nehmen und zusammendrücken und so quasi simulieren, als ob man die Speichen anzieht. Wenn man dann sieht, dass die Felge hochgeht, da wo eigentlich die Felge nach unten kommt, also der Höhenschlag ist, weiß man, diese Speichenpaare müssen angezogen werden. Aber man muss, wie beim Seitenschlag, auch im ganzen Laufrad wieder die Speichenspannung anpassen, indem man diese Speichenpaare, die gegenüberliegend sind, dann löst, damit die Speichenspannung im gesamten Laufrad gleich bleibt. Dann suche ich mir wieder den Höhenschlag. Hier wäre der. Und dann die entsprechenden Speichenpaare. Kann nochmal checken, ob er dadurch weggehen würde. Und dann ziehe ich diese Speichen an. Dann löst man auf der gegenüberliegenden Seite genau gleich viel, also auch wieder eine Umdrehung oder wenn man halt eine halbe genommen hat, auch eine halbe. So, wir haben jetzt das Laufrad zentriert, Höhen- und Seitenschläge beseitigt. Das läuft jetzt gerade. Was ist jetzt noch zu tun? Wir müssen die Speichenspannung noch checken und gegebenenfalls erhöhen. Die Speichenspannung ist Gefühlssache. Es gibt aber auch für den professionellen Bereich ein Messwerkzeug für die Speichenspannung. Das ist aber leider sehr teuer und deshalb für den Privathaushalt meistens nicht lohnenswert. Entsprechend einfach schauen, dass die Speichen sich nicht zu weit drücken lassen
und generell das Laufrad auch beim Abdrücken sehr solide ist und nicht mehr in irgendeine Richtung flext. Die Speichenspannung in meinem Fall ist noch etwas gering. Entsprechend würde ich noch eine komplette Umdrehung mit einer halben Nippelumdrehung machen und dann ist das Laufrad auch eigentlich fertig. Wenn es bei euch noch ein bisschen lockerer ist, einfach ruhig ein paar Umdrehungen noch machen und schauen, dass es relativ stramm wird und das Laufrad beim Abdrücken nicht mehr in irgendeine Richtung flexen kann. Ja, das war's mit dem Zentrieren. Falls ihr noch Fragen habt, einfach in die Kommentare schreiben und euch viel Spaß beim selber Zentrieren und Ausprobieren und bis dann. Ciao.